Schön, dass alle da sind. Dann starten wir jetzt auch richtig offiziell. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr da seid. Einen schönen, guten Vormittag. Ich möchte Sie und euch ganz, ganz herzlich hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen grüßen, im Hohen Haus, hier im Plenarsaal des Landtags von Nordrhein-Westfalen. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich im Namen der Grünen Landtagsfraktion begrüßen. Wir sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus unserer neuen großen Landtagsfraktion, die gemeinsam die Veranstaltung heute organisiert und geplant haben. Unsere Veranstaltung heißt 30 Jahre Solingen, Kontinuitäten rassistischer Gewalt und Lehren für unsere Einwanderungsgesellschaft. Und dass wir heute so ganz selbstverständlich uns eine Einwanderungsgesellschaft nennen, das war nicht immer so. Als in den 50ern, den 60ern, den 70er Jahren Menschen als Arbeitskräfte nach Deutschland angeworben wurden, da nannte man sie Gastarbeiter. Man erwartete, dass sie irgendwann in ihr Herkunftsland zurückkehren würden. Und auch Mevlüde und Durmisch-Gensch wanderten in den 70er Jahren nach Deutschland ein. Und sie blieben. Anfang der 90er Jahre, kurz nach der Wiedervereinigung, wurde sehr rassistisch aufgeheizt über den verstärkten Zuzug von Geflüchteten nach Deutschland diskutiert. Und das nicht nur von rechtsextremen Kräften, von rechtsextremen Parteien, sondern auch von Medien, von der Politik, aus dem demokratischen Spektrum. Und ich finde, dass das eigentlich das wirklich Schockierende ist. Und trotz der Pogrome und Anschläge von Hoyerswerda, von Hünxe, von Rostock-Lichtenhagen und von Mölln wurde am 26. Mai 1993 im Deutschen Bundestag der sogenannte Asylkompromiss und damit eine erhebliche Beschneidung des Asylrechts beschlossen. Und was, wenn nicht eine Bestätigung für ihre Hetze, muss dieser Beschluss im Deutschen Bundestag für Neonazis und Rechtsextreme damals gewesen sein? Nur drei Tage später brannte in der Nacht auf den 29. Mai 1993 das Haus der Familie Gensch in Solingen. Die beiden jungen Frauen, Gürjün Inge und Hatice Gensch, und die drei Mädchen, Gülistan Öztürk, Hülya Gensch und Saime Gensch, wurden dabei getötet. Die kleine Saime wurde gerade einmal 4 Jahre alt. Die Erinnerung an die 5 getöteten Frauen und Mädchen der Familie Gensch wachzuhalten, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Teil der Erinnerungskultur an die Opfer rechter Gewalt in Nordrhein-Westfalen. Wir werden sie nicht vergessen. In wenigen Wochen jährt sich dieses furchtbare Ereignis zum 30. Mal. Und für uns als Grüne Landtagsfraktion ist das ein wichtiger Anlass, über Kontinuitäten rechtsextremer Gewalt in Deutschland und ja auch in Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Kontinuitäten, die ja nicht erst mit den 1990er Jahren anfingen. Rassismus und Menschenfeindlichkeit waren nach 1945 nie weg. Und auch nach Hoyerswerda, Hünxe, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen gab und gibt es rechtsextreme Gewalt. Die NSU-Morde, die Anschläge von München, Halle und Hanau, der Mord an Dr. Walter Lübcke ragen dabei besonders heraus. Aber wir wissen eben auch, dass rechtsextreme Straftaten alltäglich sind. Und genauso alltäglich ist es auch, dass Menschen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen in unserer Gesellschaft gemacht werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir über Rechtsextremismus nicht losgelöst von Rassismus und menschenverachtenden Einstellungen diskutieren können, weil Rassismus ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft ist. Und deshalb ist es für uns als Grüne Fraktion wichtig, dass wir neben der Bekämpfung des Rechtsextremismus auch für wirksame Antidiskriminierungsstrukturen sorgen, weil einfach jeder Mensch hier in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, ohne Angst vor rassistischer Gewalt oder Diskriminierung leben können muss. Und obwohl es ja heute ein sehr trauriger Anlass ist, warum wir hier gemeinsam diskutieren wollen, freue ich mich trotzdem sehr auf den heutigen Tag und ich freue mich, dass ihr und sie heute so zahlreich gekommen seid. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen mit unseren Gästen und ich freue mich schon auf unsere Keynotes gleich von Karima Benbrahim und Dr. Mark Terkesidis. Ich freue mich sehr auf den Beitrag von Fatih Çeviköylü und wir haben 4 spannende Foren vorgesehen, eine interessante Podiumsdiskussion, zu der gleich auch unsere Integrationsministerin Josephine Paul kommen wird. Und ich will mich ganz, ganz herzlich bedanken, natürlich bei meinem Team, vor allen Dingen bei der Hasret Karaçuban, die da vorne in der ersten Reihe sitzt und ganz viel organisiert und geplant hat in den letzten Wochen.
Und ich will mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion bedanken, bei Ilaida, bei Dorothea, bei Gönül, bei Julia, bei Gregor, bei Benjamin. Ich freue mich, dass aber auch weitere Kolleginnen da sind. Meral habe ich gesehen, es sind ehemalige dabei. Silvia Lörmann sitzt vorne als ehemalige Schulministerin und aus Solingen. Arif Ünal ist da. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass ihr gekommen seid und heute mit uns diskutiert. Und bei jeder Veranstaltung muss man ja immer auch so ein paar organisatorische Sachen sagen. Die sage ich hier ganz kurz. Wir wollen alle Beiträge, die hier aus dem Plenum, aus diesem Raum gemacht werden, möchten wir oder werden wir aufzeichnen und später ins Internet stellen. Sie werden jetzt schon gestreamt und wir wollen sie aufzeichnen und auch später dann online zur Verfügung stellen. Das gilt für alle Reden von hier vorne, aber nicht für die Wortmeldungen. Die Wortmeldungen werden wir streamen, aber eben später nicht die Aufzeichnung der Wortmeldungen hier im Plenum online stellen. Das gilt aber nur für diesen Raum. Alle Diskussionen in den Foren werden wir nicht aufzeichnen, weil wir auch ermöglichen wollen, dass jede und jeder da ganz frei diskutieren kann und gerade bei so einem schweren Thema da nicht Sorge haben muss, dass vielleicht nachher Bilder im Internet sind, weil wir eben auch immer wieder erleben, dass Menschen betroffen sind von rechtsextremer Hetze und von Hass und wir nicht wollen, dass dann Bilder im Internet landen. Genau. Wir haben einen Rückzugsraum, weil wir über ein schweres Thema diskutieren. Also wer sich zurückziehen möchte, kann sich gerne melden. Dann zeigen wir gerne den Raum. Und leider, das muss ich leider auch sagen, man darf hier in diesem Raum nicht essen und nicht trinken. Aber dafür bitte nach draußen gehen. Nachher in den Foren ist das möglich. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Beitrag, und zwar das Grußwort von Berivan Aymaz. Berivan ist Vizepräsidentin des Landtags, Mitglied der Grünen Fraktion, die einzige Frau im aktuellen Präsidium und auch die erste Person mit internationaler Familiengeschichte im Präsidium von Nordrhein-Westfalen. Das finden wir sehr toll, dass du da bist und auch diese Perspektive in das Präsidium einbringst. Berivan, du hast das Wort. Vielen Dank dir, dass du da bist.